Es gibt Möglichkeiten, Ihre Suchstrategie ein bisschen zu differenzieren, indem Sie ja, sogenannte boolesche Operatoren nutzen. Was sind denn boolesche Operatoren, um Himmels Willen? Das sind ja, Angaben, wie die Suchbegriffe, die Sie eingeben, verknüpft werden sollen. Ja, also man kann zum Beispiel das Thema Birne zum Beispiel suchen. Und da findet man ganz, ganz viel Birne. Und Birne ist natürlich ganz viel Obst. Jetzt können wir sagen, ich möchte aber nicht Obst haben. Und auch nicht Rezept. Aber Politik zum Beispiel. Und dann bin ich sofort bei Helmut Kohl, weil das war ein Politiker, dessen Spitzname zumindest bei den Leuten, die ihn nicht gemocht haben, Birne hieß. Und so kann man suchen mit so ein paar Befehlen ein bisschen eingrenzen. Am besten geht das, wenn Sie auf die erweiterte Suche draufklicken. Und dort können Sie sagen, ich möchte Ergebnisse finden mit allen Wörtern. Mit einer genauen Suchgruppe, zum Beispiel Suchen im Internet und ohne die Wörter. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir ohne die Wörter Google nehmen. Ich kann mal weitere Sachen angeben. Man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte nur deutsche Ergebnisse haben. Ich möchte nur Dinge, die im letzten Monat erzeugt worden sind. So, dann suchen wir einfach mal. Ja, das. Ja, eine Suchanfrage gestellt, die nicht beantwortet werden kann. Nehmen wir mal das Google raus. Auch das hier nicht. Ich glaube eher, das Problem ist diese Suche im Internet. Suchstrategien. So, aber da gucken wir gleich mal, was ist denn das? Suchstrategie im Internet. Ah, ist ein Lehrer-Workshop. Google hat einen neuen Dienst. Hier sehen Sie diese kleine Lupe. Wenn man da draufklickt, kriegt man eine Vorschau davon. Wenn man jetzt hier über die Seiten drüber geht, dann kriegt man hier eine Vorschau. Da gucken wir doch mal auf diese Tutorials drauf zum Thema Internet nutzen und vor allem Suchstrategien. Das sind vielleicht eine Ressource, auf die wir dann auch wiederum verweisen. Und die habe ich jetzt gefunden, weil ich meine Suche, den Suchzeitraum eingegrenzt habe. Wollte nur Sachen sehen, die jetzt wirklich aktuell neu reingekommen sind oder aktualisiert worden sind in den Link, in den Index von Google. Ja, hier nochmal Beispiel für Suchmaschinen, angepasst an das Suchverhalten der deutschen Mitbürgerinnen und Bürger, sieht man hier fast nur Google. Aber Google ist halt auch nicht nur Google. Wenn Sie auf google.de gehen und was suchen, dann haben Sie tatsächlich erstmal nur Google. Jetzt können Sie aber hier oben sehen, dass Sie jetzt zum Beispiel jetzt hier Bilder sich dazu anschauen können. Sie können nach Videos suchen. Sie könnten schauen, ob man dazu irgendwas im Netz findet, wer auf einer Karte findet. Das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ja, gut, okay. Hier gibt es einige Anbieter, die das in ihrer Beschreibung haben. Hier gibt es hier diese nette Mehr, der von wenigen genutzt wird. Und da steht Bücher. Dann sucht Google auf
Google Books und zeigt mir hier Bücher dazu, was manchmal gibt es keine Vorschau dazu. Interessanter sind Bücher, die tatsächlich eine Vorschau haben. Mal hier im Internet für Dummies. Und da sehen wir jetzt einen Blick in das Buch. Und selbst wenn Sie das Buch zu Hause auf dem Schreibtisch liegen haben, ist es trotzdem besser. Oder es ist ganz, ganz gut sein, auch trotzdem gute Bücher zu nehmen, weil wenn Sie jetzt sagen, wo ist denn eigentlich das Wort Google innerhalb dieses Buches? Und dann sehen Sie dann alle Seitenausschnitte, wo das Wort vorkommt. Dann können Sie schnell durch das Buch durchschauen. So, dann könnte man hier auch noch Blogs durchsuchen zu dem Thema, zum Suchstrategien im Internet. Das haben wir schon. Das war ja sehr. Schauen wir mal, wenn wir. So, ich möchte das wirklich genau im Wortlaut haben. So, dann kommen wir viel schneller auf Ergebnisse von Blogs oder nicht Blogs. Hier sieht man aber, dass das alles nicht mehr ganz so frisch ist. Insofern müsste man hier auf die erweiterte Blogsuche gehen und sagen, ich möchte aber nur Blogs, die in diesem Jahr geschrieben worden sind. Ja, und da haben wir gar nicht so viel. Das ist natürlich nicht so toll. Hier können wir es wieder ein bisschen erweitern. Das ist nur eine Erhebung. Und wenn man hier noch weiter runter geht und auf und noch mehr geht, dann sieht man alle Google-Angebote oder weitere Dienste. Und ein Dienst, der sehr häufig übersehen wird von Studenten, ist Google Scholar. Und wenn Sie hier unter Google Scholar suchen, dann werden nur akademische Angebote durchsucht, also vor allem auch Zeitschriften und Zeitschriften und Bücher, die aber einen erkennbaren akademischen Hintergrund haben. Auch da werden noch ein zusätzliches Videoangebot für Sie, wo Sie das nochmal im Detail anschauen können. Also selbst wenn Sie nur Google nutzen, sollten Sie da mal hineinschauen, was man da so alles machen kann. Vor allem Google Scholar ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Und ansonsten gibt es viele, viele Perlen in der Informationssuche, die Sie sich mal anschauen können. Zum Beispiel Wolfram Alpha ist ein Dienst, wo Sie sehr viel an Informationen zu ja, Zahlen, Statistiken etc. bekommen. Wenn Sie also zum Beispiel mal gerne den die Unterschiede zwischen Gold und Platin erkunden wollen, kriegen Sie auf Wolfram Alpha erstmal Informationen über die Elemente, wo die im Periodensystem zu finden sind. Und Sie finden aber auch irgendwo, müssen wir mal kurz schauen, wenn wir sagen Price, dann sollte. So, dann kriegen wir hier die Preise für Häuser. Und hier sehen wir nochmal dann den Verlauf der Gold- und Platinpreise über die letzten 100 Jahre. Wir sind sehr gespannt, was Sie noch für Suchdienste finden. Ich glaube, dass jedes Fach im Endeffekt einen Dienst hat, der als Spezialsuche dient.
Und berichten Sie doch einfach mal über Ihre Spezialsuchmaschinen, die Sie gefunden haben, als Kommentar hier zum Beitrag. Würden wir uns freuen drüber. Okay, das war's dann schon. Suchen ist eine Sache, finden ist noch viel wichtiger. Und das heißt, dass Sie Ihre Werkzeuge entsprechend aussuchen müssen und vor allem dann auch damit arbeiten können. Das heißt, schauen Sie doch immer mal, wenn es in jeder Suchmaschine gibt es meistens Hinweise darauf, wie man besser suchen kann oder wie man spezieller suchen kann. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.